alles voll. Absolut Horror ist es. Nein, das ist nicht mehr normal. Ich such schon. Ich such seit 2 Stunden Parkplatz. Echt, boah, das ist. Das nervt gewaltig, muss ich sagen. Alltäglicher Wahnsinn auf deutschen Autobahnen. Viele Trucker schmeißen hin. Doch es gibt Ausnahmen. Das ist einfach so pure Liebe für mich. Die 24-jährige Christina Nikraszewicz hat sich für die Ausbildung zur Lkw-Fahrerin entschieden. Ob sie dabei bleibt? Nö, oder? Okay, das war's. Scheiße. Begonnen hat Christinas Tag gegen 7 Uhr. Sie geht wie jede Woche auf eine 5-tägige Tour. Von Bruckmühl bei Rosenheim quer durch die Republik. Auf 6 Quadratmetern wird sie wohnen, arbeiten, essen und schlafen. Sowie hunderttausende andere Lkw-Fahrer und Fahrerinnen. Mehr Platz gibt's leider nicht. Noch nicht. Ich meine, ich bin selber klein gebaut und für mich macht es eigentlich nichts aus. Großartig. Ihr erstes Ziel heute? München. Bevor es losgeht, noch eine schnelle Abfahrtskontrolle. Passt. Christina ist Auszubildende im 3. Lehrjahr bei einer Oberpfälzer Spedition. Seit 1 Jahr ist sie selbstständig mit dem Truck unterwegs. Leute wie sie werden dringend gebraucht. In ganz Europa fehlen Lkw-Fahrer und Fahrerinnen. Allein in Deutschland sind es ca. 60.000 bis 80.000. Ein weiteres Problem, die aktuell enorm gestiegenen Dieselpreise. Die autobegeisterte Christina hat lange nach dem richtigen Job für sich gesucht. Ihr Freund, selbst Lkw-Fahrer, bestärkte sie, sich in dieser Branche auszuprobieren. Zu dem Zeitpunkt hatte ich keinen Führerschein, kein gar nichts. Ich wusste nur, ich liebe es halt als Beifahrer da mitzufahren. Eins hat zum anderen geführt. Und jetzt hocke ich hier. Doch wie lange noch? Ein Grund für den Fahrermangel in Deutschland? Viel mehr Trucker gehen in den Ruhestand als neue nachkommen. Denn der Job ist meist schlecht bezahlt und Stress pur. Ja, man hat so innerlich so ein Gefühl von, ja, schneller. Ich muss schon längst da sein und es ist sozusagen ein Wettlauf gegen die Zeit als Lkw-Fahrer. Auch der 51-jährige Alois Mühlbauer kennt diesen Wettlauf gegen die Zeit. Seit 30 Jahren ist er schon als Lkw-Fahrer unterwegs. Er fährt Fernstrecke, auch ins Ausland, und hat den dramatischen Wandel der Branche miterlebt. Ich war als Kind schon Lkw-Fanatiker. Da ist die Serie Auf Achse am Fernsehen gekommen, da habe ich die schon immer angeschaut. Und wenn ein Lkw auf der Straße gewesen ist, mir hat das schon früher als Kind schon fasziniert, den Lkw-Beruf. Das war ein Traumjob am Anfang, ja. Aber ich sage immer so, jetzt nach 30 Jahren, der Traum ist weg und der Job ist geblieben. Ne? Trucker ist Alois Mühlbauer immer noch gern. Doch die harten Arbeitsbedingungen gehen auf Dauer an die Substanz. Früher war der Job gut bezahlt. Als Lkw-Fahrer verdiente er doppelt so viel wie in seinem eigentlichen Beruf als Landmaschinenmechaniker. Doch das hat sich geändert. Gegen 6 Uhr morgens ist Alois in der Nähe von Landsberg gestartet. Unterwegs hat das Wetter umgeschlagen und sein Zeitplan ist durcheinander geraten. Erst gegen 16 Uhr kommt er verspätet beim Kunden in der Oberpfalz an. Seine Fracht? Holz für die Palettenproduktion. Was ist da hinstellen? Na, jeden Tag das Gleiche. Abladen, laden. Das ist jetzt mal schön, dass ich in der gleichen Firma ablade und lade. Das ist nicht immer so. Was Alois Mühlbauer ärgert, der Kunde ist zwar ganz in der Nähe seines Wohnortes,
Doch nach Hause fahren zu seiner Frau ist nicht möglich. Der Dienstplan sieht das nicht vor. Das ist halt das Leben des Fernfahrers, ne? Aber meine Frau akzeptiert das und seit 28 Jahren. Und so sind wir eingespielt. Alois Mühlbauers Job reduziert sich nicht nur aufs Fahren. Oft muss er auch beim Auf- und Abladen mit anpacken. Gegen 18 Uhr sitzt er wieder im 40-Tonner und startet seine nächste Tour Richtung Holland. 12 Stunden ist er da schon im Dienst. Etwa 2 Stunden möchte Alois Mühlbauer noch fahren und sich dann schlafen legen. Aber da ist schon alles voll. Das ist immer das größte Problem, die Parkplatzsuche in der Nacht. Also haben wir 20.17 Uhr. Wie kann man einem Fahrer glücklicher machen, wenn er einen Parkplatz kriegt? Er ist der glücklichste Mensch. Ein Schauspiel, das sich täglich wiederholt. Es ist heftig mit den Parkplätzen. Es ist heftig. Da, guck mal her. Da. Schau dir mal das an. Das ist hier rede ich alles zu packen. Ja, das ist jeder. Da. 10, 20 Zentimeter, dass du durchkommst da. Und es ist absolut, absoluter Horror da. Man sieht ja das, es ist absolut. Absolut gigantisch, ne? Alles voll. Und dann sagt aber die Politik, ja, wir bauen ja Parkplätze. Ja, ist klar. Dem haben wir es auch vor 3 Jahren gebaut, den Parkplatz. Aber es ist doch schon wieder zu klein. Tatsächlich ist die Zahl der nachts abgestellten LKWs stark gestiegen. 2008 waren es noch 68.100. 10 Jahre später 94.100. Schon 2018 fehlten bundesweit rund 23.000 Lkw-Parkplätze. Und der Bedarf ist seither stetig gestiegen. Ein Gewerbegebiet bei München. Hier gibt es Zoff. Lkw-Fahrer suchen mangels Alternative nach einem Stellplatz. Und dies in unmittelbarer Nähe zum Vogelschutzgebiet. Toilette oder Mülleimer gibt es hier nicht. Bürgermeister Dietmar Gruchmann macht sich vor Ort ein Bild mit einem seiner Mitarbeiter. Was ihn besonders aufregt? Die Hinterlassenschaften, die da sind. Also wir haben mittlerweile einen Mitarbeiter im Bauhof, der nur durch das Gaichinger Stadtgebiet fährt und im Schwerpunkt halt auch dem Gewerbegebiet und Müll einsammelt. Ja? Rund 50.000 Euro, so sagt er, kostet das die Stadt im Jahr. Gerade erst wurde gereinigt. Trotzdem sammelt sich der Müll schon wieder. Viele Trucker erledigen hier auch ihre Notdurft. Hier ist der Zaun runtergedrückt, völlig zerstört. Ja. Das Fundament teilweise schon rausgerissen. Ja, also der hält natürlich niemanden davon ab. Ein neuer, stabiler Zaun muss her, damit die Saatkrähen, die bald zu brüten beginnen, möglichst ungestört sind. Und es gibt noch weitere Aufreger. Viele Ausflügler nutzen am Wochenende diesen Fahrradweg. Für die ist es natürlich auch unangenehm, ja, wenn die hier durchradeln mit der Familie und dann kommt dann hier der Lkw-Fahrer in der Unterhose aus dem Gebüsch. Oft parken Lkw-Fahrer auf dem Geh- und Radweg. Eine gefährliche Sache. Und nicht nur das. Also hier sieht man natürlich schon die Schäden, die durch das Gewicht einfach entstehen hier, wenn die mit ihren zig Tonnen da drauf fahren. Ja. Müll wird wieder mehr, da sieht man es auch drinnen. Straßenlaterne. Da sind wieder ein paar tausend Euro umgefahren worden. Ja. Und alles auf Kosten der Kommune. Nun will man härtere Geschütze auffahren, auch um die Sicherheit der Bürger zu gewährleisten. Wir haben jetzt den Stadtratsbeschluss, dass wir hier Leitplanken installieren. Ja. Von vorne bis hinten werden jetzt im Laufe der nächsten Monate installiert werden. Und dann wird hier kein Lkw mehr parken können.
Doch das Problem wird dadurch nur verlagert. Für Alois Mühlbauer ist das Ganze ein Fass ohne Boden. Immer mehr Waren werden immer weiter transportiert. Doch der Bau von Parkplätzen hält mit dem wachsenden Lkw-Verkehr nicht Schritt. Und unsere Straßen sind rollende Lager geworden. Viele Firmen haben die eigene Lagerhaltung aufgegeben und setzen nun auf kurzfristige Just-in-Time-Anlieferung. Die Leidtragenden? Lkw-Fahrer. In ihrer Not parken manche auf dem Seitenstreifen. Da würde ich mich nie hinstellen. Lieber fahre ich über die Fahrzeit und dann sollen sie mich noch bestrafen für das, dass ich einen sicheren Parkplatz will. Ne? Das würde ich nie machen. Mittlerweile ist es 21.30 Uhr. Und immer noch hat er keinen Feierabend. Wenn er jetzt in eine Kontrolle käme, hätte er ein Problem. ...150 Kilometer südöstlich auf der A6 Richtung Tschechien. Hier sind Polizeihauptkommissar Harald Beigel und sein Team im Einsatz. Sie müssen die Regeln überprüfen, die Berlin und Brüssel vorgegeben haben. Neben der technischen Kontrolle der Fahrzeuge geht es auch um die Papiere und um elektronische Daten. Okay, schauen wir uns die Ladung an. Digitales Kontrollgerät wird ausgelesen. Wir schauen uns die Lenk- und Ruhezeiten an. Also werden die eingehalten, haben wir Verstöße, auch in puncto Geschwindigkeitsverstöße natürlich. Und dann schauen wir uns natürlich auch noch die Ladungssicherung an. Alle LKWs werden gründlich geprüft. Die Ladung zumindest scheint korrekt gesichert zu sein. Okay, Moment. Dann werden die Fahrerkarten am Computer ausgelesen. Auch da keine Verstöße, zumindest keine feststellbaren. Es gibt immer irgendwelche Möglichkeiten, irgendwelche Schlupflöcher, die man sucht. Oder auch an technischen Manipulationen. Das ist schon professionell organisiert. Also da hat man schon auch entsprechend Werkstätten, die diese Umbauten vornehmen oder diese Eingriffe ins Kontrollgerät. Und die Unternehmer lassen es halt machen. In der Branche gibt es schwarze Schafe. Und die Polizei hinkt oft einen Schritt hinterher, bis die neuen technischen Manipulationen aufgedeckt werden, sagt Harald Beigel. Er verweist auch auf die unterschiedlichen Strafgebühren innerhalb Europas. Im Vergleich zu Frankreich und Belgien seien die Strafen in Deutschland eher harmlos. Das würde oft zu kuriosen Situationen führen. Es kommt ab und zu vor, dass ein Fahrer bei uns auf der Kontrollstelle an uns herantritt und dann um eine Kontrolle bittet, weil er zum Beispiel nach Frankreich fahren muss und er weiß, er hat einen Verstoß. Bei uns kostet das vielleicht 150, 200 Euro. Ja, und in Frankreich zahlt er halt 1.500 Euro. Warum die Strafen in Deutschland niedriger sind als anderswo? Kritiker sagen, dass exportorientierte Länder vor allem die Frachtkosten klein halten wollen und daher lieber auf hohe Strafen verzichten. In Berlin sieht man das anders. Das Verkehrsministerium wird inzwischen von der FDP verantwortet. Ich weiß nicht, ob die Strafen niedrig sind und ob das bewusst einkalkuliert wird. Also die meisten Spediteure sind, glaube ich, ehrbare Kaufleute. Aber in der Tat ist es ein Gebot sowohl für die Verkehrssicherheit als auch für fairen Wettbewerb, dass man dies natürlich die Kontrolldichte noch weiter erhöht. Das ist auch Ziel der Bundesregierung. Fairer Wettbewerb? Tatsache ist, dass die Speditionen beim Preiskampf nur dann mithalten können, wenn die Fahrer nicht aus Deutschland kommen. Die Fahrerrekrutierung auch bei europäischen Unternehmen, da geht halt immer weiter ostwärts. Also der deutsche Fahrer, der kostet mehr als der tschechische. Der tschechische kostet mehr als der ungarische oder rumänische. Der rumänische kostet mehr als der ukrainische und der ukrainische kostet mehr als der Filipino. Und so geht das Ganze halt immer weiter nach Osten. Und das Problem ist natürlich auch mit sinkenden Gehältern. Welche Ansprüche kann man dann noch an einen Berufskraftfahrer setzen? Und so stellt sich mehr und mehr auch die Frage nach der Sicherheit. In eine Polizeikontrolle ist die Auszubildende Christina Nikraszewicz noch nie geraten. Seit einem Jahr sitzt sie selbst am Steuer.
Ja. Es ist halt Hammer, wenn man spürt, wie viel PS man unterwintern hat. Und da geht einem einfach das Herz auf, wenn man zum Beispiel sowas hört. Pan, pan. Das ist einfach so pure Liebe für mich. Natürlich weiß auch sie, dass der Job nicht gerade als Traumberuf gilt. Ich denke mal, das liegt einerseits an der Bezahlung, dass der Beruf unbeliebt ist. Und andererseits, dass man halt, wenn man im Fernverkehr tätig ist, viel unterwegs ist und halt überhaupt gar keine Freizeit mehr hat für sich selber. Das muss einem eigentlich von vornherein klar sein. Ich brauchte irgendwas, was mich auslastet, was mich halt auch müde macht, was mich fordert, und das gefällt mir. Herausforderungen gibt es genug. Besonders, wenn die Fahrt sie und ihren Truck ins Stadtzentrum führt. Scheiße. Ihr 15-Tonner passt hier nicht durch. Ärgerlich für die anderen Verkehrsteilnehmer und stressig für sie. Das Problem ist, die Unterführungen sind zu niedrig. Eine Alternativroute muss gefunden werden. Und wieder einmal kämpft sie gegen die Zeit. Jetzt müssen wir schauen, wie wir an den Unterführungen vorbeikommen, ohne dass wir halt die benutzen müssen, weil die sind auf 3,60 Meter Höhe begrenzt. Dann wollen wir halt nicht, dass wir gleich eine Brücke transportieren. Nö, oder? Okay, das war's. Christina muss sich rückwärts aus der Situation hinaus manövrieren. Entgegenkommende Fahrzeuge sowie dieser Busfahrer haben wenig Verständnis für die Situation. Immer neue Unterführungen tauchen auf. Und der Kunde wartet. Ach, ich wollte es nicht so spannend machen, wie es jetzt ist. Scheiße. Das hat mich jetzt auch so ein bisschen Zeit gekostet. Fast 700 Kilometer weiter nördlich, nahe der niederländischen Grenze. Bei der deutschen Niederlassung des holländischen Traditionsunternehmens Reining wird Einparken geübt. 14 Tage dauert das Training für neue Fahrer. Sie erhalten Mindestlohn und kommen alle aus Osteuropa. Geschäftsführer Gerrit Hess sucht regelmäßig nach Fahrern. Einheimische sind dafür kaum mehr zu haben. Gerade begrüßt er einige Neuankömmlinge. Der Beruf hat seine Attraktivität in den letzten, sag mal, 10 bis 15 Jahren verloren, eigentlich für die Westeuropäer. Wir haben Fahrer aus Schengen-Ländern und aus Nicht-Schengen-Ländern. Wir haben eine ganze Infrastruktur von Recruiter, die das für uns machen. Vor 5 Tagen sind die Männer aus Serbien angekommen. Jetzt werden sie in Theorie und Praxis geschult. Ich habe in einem anderen Bereich gearbeitet, in der Elektronikbranche. Aber die Bezahlung ist schlecht. Das Leben ist teuer. Jetzt versuchen wir eben, das zu machen. Es war keine leichte Entscheidung. Seine Heimat, Belgrad, ist fast 2000 Kilometer entfernt und wird jetzt schon vermisst. Natürlich, meine Familie. An erster Stelle meine Frau, meine Tochter natürlich und auch Freunde. Aber was sollen wir tun? Wir müssen weitermachen. Was demnächst auf ihn zukommt, ist gleich nebenan zu sehen. Laut EU-Mobilitätspaket dürfen Fahrer die vorgeschriebene 45-Stunden-Wochenpause nicht mehr im LKW verbringen. Deshalb wurden diese Schlafcontainer aufgestellt. Ja, dies ist einer der Räume, die wir haben für unsere Fahrer. Gerrit Hess argumentiert, es gäbe so selten Hotels mit LKW-Parkplätzen, deshalb hätten sie sich für diese Lösung entschieden. Wir haben gesagt, wir werden das selber tun und möchten auch eigentlich die Kontrolle ein bisschen darüber haben, obwohl natürlich die Fahrer beurlaubt sind am Wochenende. Aber man hat auch die Ladung natürlich im LKW. Dafür müssen wir auch für sorgen. Das sind wir auch verantwortlich vor. Und dann haben wir gesagt, dann können wir besser ein eigenes Gelände haben, wo wir auch die Fahrzeuge dann wissen, dass sie hinter dem Gitter stehen.
Seit 2020 ist in der EU auch vorgeschrieben, dass die Fahrer ein sogenanntes Rückkehrrecht mindestens alle 4 Wochen haben. Doch das bedeutet nicht, dass osteuropäische Fahrer alle 4 Wochen nach Hause kommen. Denn es reicht aus, wenn sie die Ruhezeit an der Betriebsstätte des Arbeitgebers verbringen. Dieser Abschnitt der belgischen Autobahn, gleich hinter der deutschen Grenze, steht im Ruf, europaweit am strengsten kontrolliert zu werden. Es ist das Revier von Hauptinspektor Raymond Lausberg. Tausende Lkw sind hier täglich unterwegs. Sein Ziel ist, ihre Fahrer vor Ausbeutung zu schützen. Der könnte interessant sein, ja. Ist es ein Litauer, was ich mich jetzt anschauen werde, wie lange er unterwegs ist, das interessiert mich am meisten. Letzte Woche hatten wir einen, der war 5 Monate nicht mehr daheim gewesen, dann hört für mich eigentlich der Spaß auf. Also so Menschen verachten, mit Fahren umzugehen, das ist nicht hinnehmbar. Der verdächtige Lkw wird zur nächsten Kontrollstelle gelenkt. Hallo, good morning. Autopapiere? Was hier schon auffällt, litauisches Fahrzeug und seine Tachoeichung wurde in Deutschland gemacht. Das ist bestimmt wieder einer, der sehr selten sein Heimatland sieht. Also das ist schon der erste Hinweis, dass hier etwas schief laufen könnte. Das Kennzeichen sagt meist nichts über die Herkunft der Fahrer aus. Immer häufiger stammen sie aus Drittstaaten. Denn auch in der osteuropäischen EU wollen immer weniger Fahrer die harten Arbeitsbedingungen akzeptieren. 2 Minuten, ja? Ein Anfangsverdacht ist schon da. Ich habe hier ein litauisches Fahrzeug, deutsche Hauptuntersuchung und ein ukrainischer Fahrer. Also wir werden voll international im Moment hier. Und wenn ich mir seine letzte Anreise angucke in seinem Reisepass, bin ich bei Juli 21. Jetzt ist Anfang Februar. Im Juli ist der Mann aus der Ukraine nach Litauen eingereist, um seine Arbeit anzutreten. Lebt er seitdem im Lkw? Was hält Raymond Lausberg davon, dass manche Firmen ihren Fahrern mittlerweile Containerunterkünfte zur Verfügung stellen? Das wird sich schön geredet jetzt mit diesen Containern. Also er kommt von 2,5 Quadratmeter auf 7,5 Quadratmeter. Ich hatte ja mal gesagt, die Käfighaltung wäre verboten. Jetzt haben sie ein bisschen größeren Käfig gemacht. Das darf nicht sein. Ich fahre jeden Tag nach Hause. Der ist schon mal 3 Wochen unterwegs, das finde ich schon lange. Dann wird es mal Zeit, dass mal Feierabend ist. Und wir machen einfach weiter. Und wir schauen zu. Das ist, was mich im Moment am meisten aufregt. Dass die Behörden zuschauen. Jetzt kommt die Stunde der Wahrheit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Er ist seine 10. Woche nonstop unterwegs. Das ist schon ein Hammer. Das ist schon ein starkes Stück. Das sind schon 10 Wochen. Der ist seit November. Wir sind jetzt 3 Monate unterwegs. Nonstop unterwegs. Also das ist, da hört der Spaß auf. Also das ist ein Arbeitnehmer, der hat ja das Recht, mal nach Hause zu kommen. Er hat das Recht, seine Familie zu sehen, er hat das Recht, seine Kinder zu sehen. Und hier wird das Recht mit Füßen getreten und darf nicht sein. Für die Übertretung der Lenk- und Ruhezeiten sind in Belgien 1.800 € Strafe vorgesehen. Raymond Lausberg hält in diesem Fall den Verstoß für so gravierend, dass er sich mit einem Staatsanwalt in Verbindung setzt. Er möchte, dass es teurer wird. Das Bußgeld wurde erhöht und auf 3.600 € festgelegt jetzt. Eine satte Strafe, weitaus höher als in Deutschland. Und sie trifft in Frankreich und Belgien direkt die Speditionen. Sie haben nichts zu befürchten. Das Bußgeld ist gegen den Unternehmer gerichtet. Driver, no problem, okay? Mein Prinzip lautet immer das Gleiche. Der Fahrer ist ein armer Kerl. Der Unternehmer muss einmal für die Verstöße haften. Das ist eindeutig im EU-Gesetz so geregelt. Er hat das so zu organisieren, dass der Fahrer seine Lenk- und Ruhezeiten einhalten kann und muss den so disponieren. Und die Strafe geht immer dann folgerichtig zum Unternehmer und nicht zu dem armen Kerl hier neben mir. Seit 2020 soll das sogenannte Mobilitätspaket die Arbeitsbedingungen der Fahrer in der EU Schritt für Schritt verbessern. Merkt er schon etwas davon? Katastrophe. Es ist extrem schlimmer geworden. Und das ist auch die Schuld
von den Kontrollbehörden, weil wir so wenig sind. Und das schönste Gesetz nützt mir ohne Kontrolle nichts. Die Unternehmer werden dreister. Die werden dermaßen dreist. Sie nehmen es einfach in Kauf, ab und zu mal kontrolliert zu werden. Die Kontrollbehörden sind hoffnungslos unterbesetzt und in den meisten Ländern die Strafen geradezu lächerlich gering. Unterwegs nach Holland sucht Alois Mühlbauer immer noch verzweifelt nach einem Parkplatz. Kann er mich da nicht herstellen, da? Hast du nicht einmal einen Platz mehr? Alles dicht. Bitte? Seit 19 Uhr ist alles voll, ne? Und hin und her. Ja, dann müssen wir wieder fahren, wieder auf die Autobahn. 5 Parkplätze hat er schon angefahren, ohne Erfolg. Er ist längst in den Überstunden. Dann, nach 16 Stunden, endlich. Er hat schon kaum mehr damit gerechnet. Okay, das schaut nicht schlecht aus. Ey. Ich glaube, da bleibe ich stehen. Ja. Ja. Bin jetzt echt war der glücklichste Mensch. Nur so ein scheiß Parkplatz, ey, macht mich total glücklich. Ganz ehrlich, das ist echt ehrlich vom Herzen. Ich bin der glücklichste Mensch. Ey. Ich bleibe jetzt da stehen und wow, da ist Dusche, Toilette, alles da. Super. Neun Stunden später sitzt Alois Mühlbauer schon wieder hinterm Lenkrad, immer noch unterwegs nach Holland. Sein tägliches Arbeitspensum ist gewaltig. Von wegen 38,5 Stunden Woche. Das ist auch heftig, die Stundenzahl, wo man arbeitet. Wenn man sagt 13 Stunden, das sind in der Woche sind 65 Stunden, wo du arbeitest. Wer will sich das auf Dauer antun? Ich glaube, das würden schon wieder mehr Leute das machen, aber die verdienen in der Industrie mehr. Warum sollen sie noch im LKW die ganze Woche weg sein, wenn sie in der Industrie 8 Stunden arbeiten und haben das gleiche Geld? Mein Sohn wollte das unbedingt auch machen, aber ich sage, nö, du wirst kein Fahrer. Ne? Du lernst erst mal was Gescheites. Hey, guten Morgen, Peter, servus. Ich würde das also heute nicht schaffen in Hogefehn zum Olan. Ich lohne noch einen Morgen an, gell? Ja, aber das gestern telefonisch informiert er seine Spedition, dass es voraussichtlich etwas später wird. Am anderen Ende der Leitung ist Alois Mühlbauers Disponent Peter Scheck. 8 Leute kümmern sich hier in der Dispo der Firma Dischner in Weiding in der Oberpfalz darum, dass die Fahrer möglichst gut ausgelastet sind. Fracht zu finden ist derzeit kein Problem. Die Anfragen häufen sich. Immer öfter fehlen allerdings die Menschen, die sie transportieren, sprich die Fahrer. Von Deutschland nach Deutschland schaut es aktuell so aus, dass wir 73% auf dem Markt an Frachtanteil haben. Und demgegenüber stehen 27% Laderaum. Also momentan hat man als Spediteur oder Transporteur eben die bessere Karten, sage ich mal. Die Spedition Dischner beschäftigt vorwiegend tschechische und deutsche Fahrer. Die Brüder Wolfram und Josef Dischner leiten die Spedition. Früher standen die Schlangen bis zur Toreinfahrt. Jetzt sind wir froh, wenn ab und zu mal jemand vorbeischaut und sich über das Profil eines Berufskraftfahrers überhaupt informiert und fragt nach den Arbeitsbedingungen nach uns. Springer für Urlaubs- und Krankheitsvertretung gibt es nicht mehr. Die Situation ist so angespannt, dass einzelne Laster sogar am Hof stehen bleiben. Wir rekrutieren vor allem aktuell über Kinowerbung, über Social Media, über Mundpropaganda. Das ist die wichtigste Werbung überhaupt. Wir haben Mitarbeiter, die der deutschen und der tschechischen Sprache mächtig sind und die im tschechischen Markt auch das Fahrerklientel sehr gut kennen oder sehr viele Kontakte haben. Und hier versuchen wir zu akquirieren. Die Dischners suchen ihre Fahrer in einem Umkreis von 200 bis 300 Kilometern und nehmen keine Ladung fürs Wochenende an. So können die Fahrer freitags nach Hause. Im Garchinger Gewerbegebiet dagegen, wo viele Lkw mangels Alternative parken, verbringen Trucker das ganze Wochenende. Denn sonntags dürfen sie nicht fahren. Betonringe, die sie am Parken hindern sollen, werden oft einfach verschoben.
Zurück bleibt jede Menge Müll und eine ratlose Kommune. Gerade jetzt bei uns in der Region in Fürholzen wurde der Autobahnparkplatz sehr groß ausgebaut, ja, weitere Kapazitäten geschaffen. Auch hier bei uns gleich im Norden von Garching vor der Ausfahrt Garching Nord, der Parkplatz wurde erst im letzten Jahr ertüchtigt. Aber es ist einfach zu wenig. Ja? Für eine Millionenmetropolregion langt das einfach nicht. Dabei gibt es gerade am Rand der Metropolen viele Parkplätze, die nur zeitweise genutzt werden. An großen Fußballstadien zum Beispiel, an Flugplätzen oder Messegeländen. Denise Schuster sucht solche Flächen. Sie möchte Abhilfe schaffen. Park Your Truck heißt ihr Start-up. Die Idee, LKW-taugliche Flächen, die bereits versiegelt sind, sollen durch Mehrfach- oder Zwischennutzung besser ausgelastet werden. Da muss ich einfach eine nehmen, die schon da ist, die aber aktuell vielleicht nicht genutzt wird oder wo erst später mal eine Halle drauf gebaut wird und die jetzt als Vorratsfläche von irgendeiner Firma gekauft wurde und ja, temporär zur Verfügung steht. Hier in Karlsfeld im Münchner Norden standen bislang LKW für den Verkauf. Doch in der derzeitigen wirtschaftlichen Situation werden die 25.000 Quadratmeter nicht gebraucht. Denise Schuster interessiert sich für eine Teilfläche. Wenn wir jetzt 5.000 bis 10.000 Quadratmeter vielleicht haben wollen, dann würden wir zwischen 30 und 50 LKW wahrscheinlich platzieren, mit oder ohne Trailer, das wird sich dann zeigen. Das Areal ist umzäunt und beleuchtet, mit Zugang zu Dusche und Toilette. Das Verkehrsministerium setzt seit letztem Jahr auch auf die Privatwirtschaft und fördert den Neu- und Umbau privater Lkw-Stellplätze mit 90 Millionen Euro. Die Politik hat sicherlich das immer als ihre eigene Aufgabe betrachtet und sieht jetzt die Grenzen der Machbarkeit, wenn gleichzeitig der Verkehr um 30% steigt, aber die 10 Jahre Planfeststellungsverfahren nicht weniger werden und auch die Beschränkungen, die dann durch die Umweltverbände und so weiter passieren, die Schere wird einfach immer größer. Und da ist das jetzt eigentlich der schnellste Weg. Rund 16.000 Stellplätze hat Denise Schuster im Angebot. Sie ist in mehreren europäischen Ländern aktiv. Um die 15 Euro pro Nacht kostet ein Stellplatz über die App. Doch viele Spediteure wollen sich dieses Geld lieber sparen. Ich kann einfach dem Fahrer nicht alleine lassen mit dieser Suche und sagen, du findest schon irgendwo was, weil es gibt ja nichts. Und ab 16 Uhr sind die Parkplätze tatsächlich schon voll, die nichts kosten an der Autobahn. Und die Ausreden, die dann die Spediteure nutzen und sagen, der weiß schon, wo er hinfährt, das sind Ausreden. Die Fuhrunternehmen sehen das anders. Bei der Spedition Dischner in Weiding erklärt Disponent Peter Scheck, wie die Rechnung für Sie aussieht. Ja, natürlich. Wenn Sie sich vorstellen, wir haben 52 LKWs jetzt momentan im Fernverkehr eingesetzt. Und jeder kostet, sage ich mal, ca. 10 Euro entsprechend. Und das tagtäglich, da kommt schon eine ordentliche Summe zusammen. Ja. Die Speditionen sind unter Druck. Die Konkurrenz aus den osteuropäischen Ländern ist oft zu Kampfpreisen unterwegs. Jetzt sind auch noch die Spritkosten explodiert. In der Branche wird knallhart kalkuliert. Ein Sonntagvormittag an der Autobahn. Eigentlich soll laut EU-Mobilitätspaket seit 2020 die Wochenruhezeit nicht mehr im Führerhaus verbracht werden. Doch für die meisten sieht die Realität noch immer anders aus. Fast alle der hier gestrandeten Fahrzeuge sind in der osteuropäischen EU gemeldet. Ihre Fahrer stammen aber zunehmend von weiter her. Ein PKW mit niederländischem Kennzeichen fährt die Reihen ab. Er gehört dem holländischen Gewerkschafter Edwin Atema. Regelmäßig sind er und sein Team auf Europas Rastplätzen unterwegs. Sie suchen gezielt den Kontakt zu den Fahrern, die aus ehemaligen Sowjetstaaten angeworben wurden. Hallo Kollege, Ruski Paruski. Hallo Kollege, sprichst du Russisch? Informatia Profsoyuz Litovania. Informationen der litauischen Gewerkschaft. Informationen über das Arbeitsrecht in Europa.
Die Gewerkschafter wissen, dass viele Trucker ihre Rechte nicht kennen. Das wird oft gnadenlos ausgenutzt. Bei Problemen, das ist das Büro der Gewerkschaft. Normalerweise ist noch ein litauischer Kollege dabei, der fließend Russisch spricht, doch sein Corona-Test war positiv. Er ist deshalb zur Übersetzung nur übers Handy zugeschaltet. Die Gewerkschafter klären nicht nur auf, sie sammeln auch Informationen darüber, wie Fahrer ausgebeutet werden, damit billigste Transportkosten möglich sind. What did he say? Ihre Recherchen ergeben, bei manchen Firmen gehören kriminelle Methoden zum Geschäftsmodell. Wir hören oft, dass diese Unternehmen, wenn die Fahrer ein Bußgeld zahlen müssen, sagen, dass sie ihnen die Strafe auf das Bankkonto überweisen, damit sie die Polizei am Parkplatz bezahlen können. Und was wir dann oft sehen, ist, dass diese Unternehmen das Geld, das sie überweisen, auf Litauisch als Lohn bezeichnen. Die russischen Fahrer verstehen das nicht. Und später, wenn sie nach Litauen zurückkehren, um über ihren Lohn zu sprechen, sagt das Unternehmen, aber wir haben dir doch schon 2000 Euro Lohn überwiesen. Hier ist der Beweis. Und wenn du das Geld der Polizei gibst, bist du dafür verantwortlich. Das ist einer der Tricks dieser Unternehmen. Sie versuchen, diese Fahrer für alles haftbar zu machen, wofür sie eigentlich selbst verantwortlich sind. Artema weiß, dass es nicht nur am schlechten Wetter liegt, dass sich viele Fahrer im LKW aufhalten. Sie werden oft von ihren Arbeitgebern angewiesen, bleibt in eurer Kabine, haltet die Vorhänge am Wochenende geschlossen, dann wird euch die Polizei nicht kontrollieren. Man sieht, wie weit diese Firmen gehen, das ist illegal. Aber auch für die psychische Gesundheit der Fahrer und die Verkehrssicherheit ist es wirklich schlimm. Oft sagen die Fahrer, dass diese LKWs wie ein Gefängnis sind. Viele sind aus Krisenländern. Sie sind froh um jeden Euro. Das wird oft ausgenutzt und fördert den Niedergang der Branche. Das ist üblich, einfach in die Flasche pinkeln. Wie wird der Job attraktiver? So nicht. Edwin Artema hat eine Liste verdächtiger Speditionen, die immer wieder auffällig werden. Ganz besonderes Interesse hat er zurzeit an litauischen Autotransportern, die Billigstpreise bieten. Er möchte wissen, zu welchen Bedingungen die Fahrer arbeiten und wer die Kunden sind. You Belarus? Ukraine. Ukraine. Ah, Ukraine. Ah. Es ist kurz vor dem Krieg. Noch sind viele Fahrer aus diesem Krisenstaat unterwegs. Sieht, er hat BMW geladen. Ciao. Der erste Kontakt ist gemacht. Jetzt hofft Artema, dass der Mann Vertrauen gewinnt und sich bald bei der litauischen Gewerkschaft meldet. Hier sehen wir, wie es läuft. Ein Transportunternehmen aus Litauen, ein Fahrer aus der Ukraine, der BMW in Deutschland auflädt und sie im Hafen Seebrügge absetzt. Auf demselben Parkplatz ein weiterer Verdachtsfall. Auch dieser Transporter ist mit fabrikneuen BMW geladen. Und auch dieser Fahrer stammt aus der Ukraine. Wieder zeigt sich, dass er vom europäischen Arbeitsrecht bislang keine Ahnung hatte. Und auch hier wird das ausgenutzt. Er sagt, dass er nach Kilometern bezahlt wird, und das ist illegal. Vor zwei Wochen haben wir einen Fahrer dieses Unternehmens befragt, der zuerst sagte, alles in Ordnung, dies ist ein perfektes Unternehmen. Dann fand er während des Gesprächs heraus, dass dies eine Gewerkschaft ist, der er vertrauen kann. Und zwei Stunden später hatten wir die Info, gefälschte Dokumente. Er sagte, ich lebe schon seit einem halben Jahr in meinem LKW. Von der skrupellosen Ausbeutung profitieren diese Unternehmen. Doch ehrliche Speditionen werden ruiniert und niemand schreitet ein. Das empört den Gewerkschafter. Wir haben keine Hoffnung, dass die Kommission oder das EU-Parlament das lösen wird. Wir arbeiten daran, dass die Unternehmen an der Spitze der Lieferkette ihre Verantwortung wahrnehmen. Sieht man in Berlin, wie schlimm die Zustände sind? Das Verkehrsministerium setzt auf die regulierenden Kräfte des freien Marktes. Unternehmen haben im Kern drei große Kostenpunkte: das Fahrzeug, der Fahrer und die Spritpreise. Die sind in Deutschland
besonders hoch. Ich möchte darauf hinwirken als Logistikkoordinator, dass wir einen wöchentlichen Indiz haben, damit die Unternehmen die sprunghaft gestiegenen Preise dann auch an den Markt weitergeben können. Zurück nach Belgien, vorbei am Hafen Seebrügge. Edwin Atema folgt einer Einladung der Staatsanwaltschaft. Im Dezember hatte es im Hafen eine Razzia gegen Sozialdumping gegeben. Diese Autotransporter einer litauischen Spedition sind seither beschlagnahmt. Die Anklage lautet Menschenhandel, die schlimmste Form der Ausbeutung wirtschaftlich abhängiger Personen. Beladen waren sie mit Mercedes, Tesla und BMW. Jetzt wird der Prozess vorbereitet, seine Rechercheergebnisse sind gefragt. Atema klagt, dass in der EU bislang nur Belgien entschieden durchgreift. En dat gaat zo wijd dat hier een Hollandse gewerkschaft in België bij de autoriteiten steeds om de leveringsketten van BMW en Daimler en Volkswagen nacht te regisseren. En eigenlijk zouden ik niet hier staan, maar zouden die grote automobielindustrie de gewerkschaft einladen, want we regisseren niet nur die leveringsketten, we hebben ook lösungen. Da es sich um ein laufendes Verfahren handelt, darf seine Anhörung nicht gezeigt werden. Die Autobranche spielt eine wichtige Rolle in der weltweiten Logistik. Allein im Hafen Seebrügge werden jährlich über 2 Millionen Neuwagen an- und abtransportiert. Viele globale Unternehmen, auch BMW, haben sich bislang freiwillig zur Einhaltung der Menschenrechte in ihren Lieferketten verpflichtet. So ist im BMW-Kodex zu lesen: Die Einhaltung von Menschenrechten und fairen Arbeitsbedingungen sind integraler Bestandteil unserer Unternehmenskultur. Vor der Kamera wollte BMW nicht Stellung nehmen und antwortet in einer Mail, dass das Unternehmen bei der Einhaltung der Sozialstandards keine Kompromisse einginge. Seit 2014 sind alle direkten Lieferanten der BMW Group vertraglich verpflichtet, erweiterte Umwelt- und Sozialstandards einzuhalten. Eine ähnliche Antwort kommt von der Daimler AG. Wenn sich die Hinweise auf Unregelmäßigkeiten bestätigen, treffen wir alle erforderlichen Maßnahmen. Dies kann bis zur Trennung von Lieferanten führen. Christina Nekraszewicz startet in einer turbulenten Zeit in ihren Beruf. Der Fahrermangel hat sich zugespitzt. Durch den Krieg sind viele ukrainische Trucker in ihre Heimat zurückgekehrt. Ob womöglich bald Lieferketten reißen und leere Regale drohen? Trotz aller Widrigkeiten, erst einmal brennt sie für den Job. Ich habe mich einmal wirklich durchprobiert gehabt und nichts hat wirklich gepasst. Es hat mir nicht wirklich Spaß gemacht, ich habe es nur wegen des Geldes gemacht. Und umso mehr freut es mich halt, dass ich dann endlich mal irgendeine Berufung gefunden habe. Das bockt halt richtig. Bleibt zu hoffen, dass es auch nach Ende der geschützten Ausbildungszeit so bleibt. Denn es ist nicht der Job an sich, den niemand mehr machen möchte. Es sind die schlechten Arbeitsbedingungen, die viele Trucker verzweifeln lassen. Alois Mühlbauer hat nun die Nase voll vom Nomadenleben. Für ihn hat sich eine neue Chance im Betrieb aufgetan. Er hat sofort zugegriffen. Ich höre nach 30 Jahren Fernverkehr fahren auf und gehe jetzt in Nahverkehr, da wo ich jeden Abend zu Hause bin. Und da freue ich mich schon total drauf, weil ich keine Lust mehr habe im Fernverkehr mit den ganzen Parkplatzsuche und die Wartezeiten immer. Und nach 30 Jahren habe ich keine Lust mehr. Es ist vorbei. Damit der Job wieder an Attraktivität gewinnt, muss sich nicht nur die Parkplatzsituation verbessern. Die Gesetze des EU-Mobilitätspakets müssen endlich durchgesetzt werden.